Hallihallo und herzlich willkommen zum 30. Part meines Let's Play zu Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back in der Neuauflage für die PlayStation 4. Das heißt, wir spielen die Crash Bandicoot Insane Trilogy, oder das heißt, wir versuchen es zumindest. Wieso komme ich denn jetzt nicht mehr da hoch? Verdammt nochmal. Okay, so geht's überhaupt nicht. Okay, eine Kiste werde ich aber auch noch kriegen. So, einmal platziert, sehr gut. Jetzt fliege ich aber bald aus dem Bild raus, meine Güte. zur Erklärung, wir sind hier im Level Snowbiz. Haben noch 17 Leben, 86 von 125 Kisten. Wir haben einen geheimen Bereich gesehen, den wir über den roten Edelstein erreichen konnten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich, nachdem wir diesen Bereich wieder verlassen haben, jetzt nicht sogar wieder zurück muss, um noch Kisten zu holen, via Backtracking, weil ja doch noch einige finden. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich will aber auch nicht unnötigerweise zurückrennen, deswegen lassen wir das jetzt hier an der Stelle und ich spiele erstmal weiter. Im Zweifelsfall war es dann wieder mal falsch und wir müssen uns das Level unter Umständen nochmal angucken. Bitte seht es mir nach, ich werde das dann aber irgendwie gegebenenfalls auch reinschneiden oder so, weil ich möchte euch jetzt nicht alles unnötigerweise zeigen. Okay, jetzt haben wir... Wieso ging das jetzt nicht? Okay, der Stachel war oben. Das war dumm. Ich möchte euch jetzt nicht unnötigerweise alles doppelt und dreifach zeigen, aber ich bin gerade echt am Überlegen. Es kommt auf jeden Fall noch ein Oberbereich. Eieiei, das war knapp. Ein Oberbereich. Gott sei Dank hat mich der Schuss gerettet. Es gibt noch einen Oberbereich. Und da wird es natürlich auch noch Kisten geben. Aber ich weiß halt nicht, ob das alle sind oder ob ich hier tatsächlich, ob das Spiel hier tatsächlich von mir verlangt, dass ich nochmal zurückgehe. Das wäre ein Stück weit unverschämt. Boah, was war das? Eieiei. Mann, 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 das war knapp. Achso, okay, jetzt kommt ja auch noch dieser ominöse Bonusbereich. Mal sehen, ob ich diesmal hinbekomme, den schneller zu absolvieren. Hier gibt es 18 Kisten. Lass mich mal überlegen. Achso, ich kann jetzt nicht in die Übersicht gehen. Schade. Wieso ist er nicht gesprungen? Ich habe gedrückt. Gucken wir nochmal, bevor wir jetzt da runterspringen. 18 Kisten kommen dazu. Dann haben wir 110, richtig? Das könnte knapp werden, aber es kommt ja auch noch, glaube ich, ein Oberbereich. Also, ich denke mal, dass es so klappen müsste. Ohne Backtracking. Aber ich bin mir halt nicht sicher. Das war leider auch nichts. Unglaublich, dass ich wirklich in keinem Try, wo wir dieses Level hier spielen, schaffe, diesen Bonusbereich mal in akzeptabler Zeit zu spielen. Geht es vielleicht so? Das geht definitiv auch nicht, aber so geht's. Perfekt. Das habe ich doch mal gut gemacht. Und da der Rest nach meiner Erinnerung nicht wirklich schwierig war in diesem Level, sollte man das doch jetzt eigentlich hinbekommen, das hier zu schaffen. In diesem Try. So, uns fehlen noch 8 Kisten. Klappt. Wir haben alle zerstört. Wunderbar. Das heißt, die 18 kommen jetzt dazu. So, habe ich denn eben richtig gerechnet? Okay, wir haben jetzt 110. Das heißt, es fehlen jetzt noch 15 Kisten. Es wäre jetzt natürlich ziemlich blöd, wenn wir die jetzt wirklich nicht mehr hier in diesem jetzt noch folgenden Oberbereich bekommen. So, hier geht es auch nicht nach vorne. Es war ja in dem einen Level Snow-Go durchaus so, dass man dann darüber erst die Nitro-Kisten zerstören konnte. Und wenn man da nicht dran gedacht hat, hatte man Pech. Okay, es fehlen noch 2 Kisten. Eine sehe ich zumindest schon mal. Und da hinten ist die nächste. Alles klar. Dann werden wir jetzt hier gleich den nächsten Edelstein mitnehmen. In diesem 100% Playthrough, was seit dem 24. Part dieses Let's Play läuft. Und das macht mich doch sehr glücklich. Denn dann haben wir wieder eines dieser unangenehm zu spielenden Schneelevel, Eislevel abgeschlossen
Und das ist doch an der Stelle mal wunderbar und schön und freut mich sehr. Okay, ab auf das Levelende gesprungen und zurück geht's in den Warp-Raum. So, lass mal den Crush mal den guten Edelstein einsetzen und sich freuen. So, wir haben aber immer noch nicht den guten Vitrus Brio nochmal gesehen. Unglaublich. Da bin ich falsch rumgewandt. So, ich hatte es im letzten Part, meine ich, gesagt, Aircrash skippen wir erstmal für den Moment, weil da waren wir jetzt schon ein paar Mal drin und ich bin mir nicht sicher, wie das genau funktioniert, weil wenn man es normal gespielt hat, wie es ursprünglich tat, dann konnte man nicht alle Kisten erreichen. Wenn wir das Portal benutzen, kommen wir ja mittendrin aus dem Level raus und konnten auch aus irgendeinem Grund in dem neuen Warpraum, den wir dadurch gefunden haben, nicht wieder in Aircrash rein. Es sei denn, ach so, das könnte ich natürlich ausprobieren. Aber wir gehen jetzt erstmal ins Level Bier, damit wir jetzt mal was komplett anderes sehen. Denn hier fehlt auch noch ein klarer Edelstein und das wird mit Sicherheit auch noch lustig werden. Denn das ist ein Hoppity-Hopp-Reit-Level, will ich es jetzt einfach mal nennen. Ihr kennt es vielleicht noch aus dem ersten Crash Bandicoot, war es das Wildschwein. Hier ist es jetzt der Mini-Eisbär, auf dem wir reiten müssen. Und hier alle Kisten zu holen, wird definitiv schwer genug sein. Ja. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt hier drauf springe, muss ich noch mal kurz eine Unterbrechung machen. Seht's mir bitte nach. Es ist wichtig, dass ich mich darum jetzt kurz kümmere. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich musste kurz was erledigen. Tut mir leid. So, ihr wisst, was es jetzt bedeutet. Ja, okay. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe direkt eine Kiste liegen gelassen. Das heißt, wir werden jetzt unter Umständen seit längerer Zeit nochmal ein Game-Over-Screen sehen, weil ich werde jetzt hier natürlich immer, wenn ich an irgendeiner Kiste vorbeigeflutscht bin, das Level neu starten, was klar sein sollte. Dazu kommen natürlich die Standard-Fails. Ja, toll. Die Standard-Fails, toll. Da wäre eine Checkpoint-Kiste gewesen, dann hätten wir schon den ersten Abschnitt absolviert gehabt. Schade eigentlich. Ich werde hier mich jetzt immer kaputt machen lassen, wenn ich Kisten liegen lasse. Beziehungsweise natürlich, wenn ich irgendwo gegenrenne, gehe ich natürlich auch kaputt, wie gerade geschehen. Ja, sollte klar sein, denn... Ja, und wieder nicht geschafft, das kann doch nicht wahr sein. Denn dieser Versuch, den ich jetzt hier starte... Der macht natürlich nur Sinn, wenn ich alle Kisten zerstöre, weil bei diesen Leveln ist es eigentlich einleuchtend. Man muss alle Edelsteine, alle Kisten zerstören, sonst kriegt man nicht den klaren Edelstein. Und heißt jetzt wiederum im Umkehrschluss, ich habe wieder eine verpasst, ich werde wahnsinnig. Und da ist der Checkpoint. Kann ich es nicht wenigstens schaffen, bis zu diesem Checkpoint mal zu kommen? Ah, Mann, unglaublich. Aber ich denke mal, oder hoffe mal, ihr seht es mir nach, dass ich jetzt das Level Aircrash an der Stelle mal kurz geskippt habe, weil wir haben es jetzt halt schon mehrfach gesehen in den letzten Parts und ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit euch einen denselben Rummel zeigen. So, Checkpoint. Ja gut, ist egal, den Checkpoint haben wir jetzt erreicht. Damit bin ich sozusagen zufrieden. Jetzt haben wir auch das Leben, was wir da eben geskippt haben. So, und jetzt schauen wir mal weiter. Und der Gag ist ja, das hier ist ja noch das leichtere der beiden. Das leichtere der beiden Level, wollte ich sagen. Da ist wieder ein Checkpoint, ich werde wahnsinnig. Vielleicht ist der sogar schon geschenkt jetzt an der Stelle. Ja, super. Ich schaff's noch nicht mal, die Kiste, die direkt vor meiner Nase steht, zu treffen. Wahnsinn. Okay. So. Was ich gerade sagen wollte, das ist das einfachere in Anführungszeichen dieser Level, weil es gibt auf jeden Fall noch eins dieser Art. So, jetzt müssten wir auch bis zu dem Bereich alle Kisten haben, das ist ja schon mal gut. Auch das sollte jetzt alles sein.
Da haben wir jetzt einen vergessen, also ab ins Eis. Ja, also ich hoffe, dass ich es in dem Level relativ zeitig hinbekomme. Beim zweiten dieser Art, denn es gibt noch ein zweites, das weiß ich. Das war unnötig. Da wird es mit großer Wahrscheinlichkeit extremst schwierig werden, weil da weiß ich, dass extrem flotte und schnelle Wendemanöver... was mache ich denn? Wendemanöver erforderlich sind, um alle Kisten zu treffen, und das könnte richtig lange dauern. Aber warten wir mal ab, wie lange das hier dauert. Noch bin ich relativ zuversichtlich. Wir haben immerhin schon zwei Checkpoints gesehen. Und wer weiß, ob wir nicht noch einen, jetzt habe ich nicht auf den blöden Wal geachtet, ob wir nicht noch ein Geschenk bekommen. Je nachdem, wie viele Fehlversuche ich mir jetzt hier noch erlauben werde. Immerhin haben wir jetzt ein paar Leben, was das Ganze natürlich insofern einfacher macht, dass wir nicht die ganze Zeit neu starten müssen. Mit nur dann 5 Leben. Weil ich es jetzt dann doch mal geschafft habe, im Laufe dieses Playthroughs, dieses 100% Walkthrough, meine ich, nicht Playthrough, zu schaffen. Aber der rennt auch komisch, ein gewisses Sammelsurium an Leben aufzubauen. So, dass wir eben nicht gefühlt alle 30 Sekunden Game Over gehen und dann immer nur 5 Leben haben und dann somit auch mit nur 5 Versuchen durch Level durchkommen müssen. Och Mensch, Crash, was machst du denn? Ich mach's wirklich nicht absichtlich, auch wenn es jetzt vielleicht so aussehen mag. Tut mir leid. Das ist nervig. Das ist wirklich nervig. Also das Reiten an sich ist ja schon schwierig genug. Das war auch im ersten Teil mit Hog Wild und Whole Hog oder wie die beiden Level hießen, schwierig genug. Und auch da habe ich mich dumm und dusselig, der reagiert einfach nicht richtig. Dumm und dusselig gespielt und episch viele Versuche gebraucht. Aber das hier ist gerade richtig böse. Und wir haben jetzt schon nur noch 9 Leben. Ja, ja, was soll ich dazu sagen? Nicht gerade schön. So, jetzt haben wir das aber richtig getimed. Das haben wir auch getimed. Checkpoint, sehr gut. Auch gut. Auch gut. Auch gut. TNT-Kiste. Habe ich irgendwas vergessen? Die habe ich vergessen, okay. Alles klar, aber wir haben dann doch noch mal ein ganzes Stück Level geschafft. So. So, ah, da darf ich nicht hin. Habe ich mich jetzt fast verkalkuliert? Na toll. Jetzt habe ich die Kiste gehabt und renne trotzdem gegen diese blöde Statue da. Naja. Ach komm, da war ich aber drüber. Also jetzt reicht's aber. Jetzt wird es allmählich lächerlich, Crash. So. Mein Gott. Habe ich gerade gesagt, dass das zweite Level übel wird? Das hier ist gerade auch nicht einfach. Mann, was mache ich denn? Als ob der gute Crash samt Eisbär so klein wäre. Ich will das jetzt aber wenigstens noch schaffen, in diesem Level hier den Edelstein zu holen. Ja, so, das hat geklappt. 1, 2, 3. So. Spannung steigt. Uns fehlen noch 12 Kisten. Und wir haben sie. Sehr gut. Ja, dann haben wir es doch noch geschafft, einen weiteren und somit zweiten Edelstein in diesem 30. Part auf jeden Fall zu holen. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Das macht mich doch mitunter stolz und freut mich. Jetzt geht's aber erstmal wieder zurück in den Warp-Raum. So, es gibt wieder eine Trophäe, jeder hat seine Prioritäten, ja wunderbar, und wir haben ein weiteres Level abgeschlossen. So, The Eel Deal wäre jetzt das nächste, wo es dann um einen bunten Edelstein geht. Aircrash, wie gesagt, da fehlt der zweite. Ich befürchte, dass ich habe ja gesagt, dass ich über diesen neuen Warpraum nicht in die Level gehen konnte. Es kann allerdings sein, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich müsste im Schnitt nachgucken der anderen Parts, aber die habe ich jetzt quasi alle an einem Tag wieder aufgenommen. Das ist jetzt auch wieder der obligatorische vierte Part in Folge, den ich aufnehme.
Und ich müsste jetzt wirklich nachgucken, ob es nicht sogar so ist, wenn ich jetzt hier nochmal reingehe und das Portal benutze, ob ich dann aus diesem Versuch heraus nicht dann in dem Geheimwarpraum doch in Aircrash reinkomme. Weil ich ja vorhin mal gesagt habe, ich glaube, es war im letzten Part, nicht in diesem, dass man da nicht reinkommt, wenn ich jetzt manuell zu diesem Warpraum fahre. Ja, wenn wir einfach mal gerade machen, dann ist es vielleicht klarer, was ich sagen möchte. Also das ist ja die erste Welt, die haben wir jetzt abgeschlossen. So, wenn ich jetzt manuell über diese Plattform hier hinkomme oder hingehe, dann ist das Level hier geblockt und ich komme ausschließlich hier rein, in diesen ab diesem schwierigeren Bereich, wo es um den roten Edelstein geht. Die hier sind noch gesperrt, da muss ich also auch noch irgendwas für tun. Aber ich weiß jetzt aber nicht, ob ich nicht hier reinkomme, wenn ich vorher im Level Aircrash drin war und dann das Portal nochmal benutze und quasi aus dem Portal heraus hier reinrolle. Ob ich dann in den restlichen Bereich des Levels Aircrash komme oder wie es da mit aussieht. Und weil wir Aircrash jetzt halt zuletzt häufiger gesehen haben, hatte ich das jetzt einfach mal an der Stelle geskippt und wir haben immerhin in Beer It jetzt den Edelstein geholt und auch in Snobis. So. Crash ist schon abgeschlossen und Eel Deal ist, wenn ich mich nicht täusche, eines dieser Level mit diesen blöden Flammenwerfer-Typen. Und auch wenn ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe, würde ich an der Stelle sagen, kürze ich jetzt diesen Part einfach mal ein bisschen ab. Wir müssen ja nicht immer über 20 Minuten lang sein. Und außerdem ist das auch der vierte Part, den ich jetzt in Folge aufgenommen habe. Ich habe es ja, glaube ich, im letzten Part schon erwähnt, dass ich heute noch weg muss und noch was vorhabe. Und von daher nutze ich... Stopp! Zur Erklärung, mein Amazon Smart Home Lautsprecher nenne ich ihn jetzt einfach mal, damit er nicht reagiert, hat gerade aus irgendeinem Grund ein Kommando verstanden und hat mir eine Frage gestellt, die ich gerade mit Stopp negieren musste, beziehungsweise ich musste das Kommando abbrechen. Also nur zur Erklärung, falls ihr da jetzt irgendwas gehört haben solltet. Von der guten Alexa. So. Ich spreche sie übrigens nicht mit Alexa an, deswegen hat sie jetzt nicht reagiert. Was ich aber sagen wollte, jetzt haben wir dann doch gleich schon wieder die obligatorischen 20 Minuten fast erreicht. Jetzt bin ich auch ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Nee, es ist wieder der obligatorische vierte Part in Folge genommen, den ich jetzt aufgenommen habe. Und ich werde das jetzt einfach an der Stelle nutzen, um wieder einen sauberen Break zu machen. Und die Teile jetzt erstmal wieder fertig machen. Und dann kommen die natürlich innerhalb der nächsten 2 Wochen dann online. Ihr wisst es ja, Mittwoch und Donnerstag 6:30 habe ich mir jetzt als Upload geplant. Für dieses zweite Let's Play gesetzt. Beim ersten waren es bis zu 4 Parts die Woche. Manchmal frage ich mich, wie ich das überhaupt hinbekommen habe. Neben Arbeit und Co. und so weiter. Aber es hat geklappt. Ich war stolz drauf, aber ich habe mir auch vorgenommen, um das auch nochmal kurz zu erwähnen, weil ich auch wieder Non-Let's Play-Content mal machen möchte auf meinem Kanal. Auch wenn das jetzt schon wieder sehr lange her ist. Das Nintendo Switch Unboxing, um genau zu sein, war das letzte. Andere Video, in dem Fall ein Let's Open bzw. Unboxing-Video. Naja, sei es drum, ich möchte es aber jetzt nicht hier mit Content zu müllen, der eigentlich eher in ein Let's Talk passen würde. Weil es geht jetzt hier mitunter auch um Kanalinfos und die Leute, die dann jetzt die Let's Plays nicht gucken, kriegen das dann gar nicht mit. Deswegen spare ich mir das jetzt an der Stelle weiter auszuholen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich mache jetzt an der Stelle einen Break mit diesem 30. Part. Und dann geht es beim nächsten Mal mit Eel Deal weiter und mit der Jagd um den grünen Edelstein. Ich denke mal, dass es der grüne ist. Wir haben jetzt in diesem Part 2 weitere klare Edelsteine geholt. Aircrash ist die Frage, ob ich mich da nicht direkt nochmal schlau mache, wie man an den zweiten drankommt. Oder ob ich da in einem späteren Part einfach nochmal so durchflutsche und hoffe, dass ich dann alle kriege. Was ja vorher definitiv nicht ging, sonst hätte ich diesen oberen Edelstein schon. In diesem Sinne bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen bei allen, die zugeschaut haben. Bleibt gesund und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!